Hallo, 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 hallo. Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich dir. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Stell dir mal vor, was wäre, wenn du deine Einzigartigkeit in die Welt bringen würdest. Deine Einzigartigkeit, deine Großartigkeit. Und du damit die Welt, ganze Welt vielleicht auch verändern könntest. Stell dir mal vor, was wäre, wenn du mit deiner Einzigartigkeit die ganze Welt verändern würdest. Und vielleicht wollen wir uns auch mal gemeinsam vorstellen, wie es wäre, wenn alle Menschen ihre Einzigartigkeit leben würden und damit die Welt verändern würden und könnten. Weißt du, im Grunde genommen ist es möglich, denn schau mal, glaubst du wirklich? Und jetzt sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Lass mal diese Fragen auf dich wirken. Glaubst du wirklich, dass das Leben, so wie du es gerade lebst, dass es das ist, wie du dir es mal wirklich vorgestellt hast? Glaubst du wirklich, dass es so sein muss, dass du tagsüber ja einem Job nachgehst, der dich nicht erfüllt, dass du überhaupt Dinge machst, die dich nicht erfüllen? Glaubst du, dass es wirklich das Leben mal so meint mit dir, dass du dich verbiegst, um es anderen gerecht zu machen? Dass du überhaupt drüber nachdenkst, bewusst oder unbewusst, wie kann ich es anderen Menschen recht machen? Und dich dabei immer selbst mehr verlierst. War es vielleicht nicht eher so, dass, als wenn wir vom Bauch aus der Mama ausgecheckt sind, eher so war, dass wir alle, auch du, eigentlich hier die Welt verändern wollten, dass wir unser Potenzial leben wollten, dass wir eigentlich das machen wollten, unser Leben lang, was uns wirklich am Herzen liegt, was uns Freude macht, was uns Spaß bereitet. Und dass wir weiter auch groß träumen wollten. Einfach, dass wir uns vorgenommen hatten, ich mache hier diese Welt, auf der ich gelandet bin, zu einem wunderschönen Ort, so wie sie mir gefällt. War es nicht eher das, warum du, warum wir alle hierher gekommen sind? So, und jetzt schau mal, wenn wir alle unter den Aspekten hierher gekommen sind, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, um unseren Seelenplan zu leben, um glücklich zu leben, um freudvoll zu leben, um in einer wunderbaren Partnerschaft zu leben, um, wie die Natur das ja eben auch möchte, ja, vielleicht auch Nachkommen zu haben, sprich Kinder oder auch keine, je nachdem, wie du, deine Seele sich das mal vorgenommen hat, dass es darum ging, das Leben zu feiern, das Leben wirklich zu leben, voller Freude und Gesundheit, voller Energie, ganz bei sich zu sein und sich zu erlauben, sich selbst zu sein. So zu sein, wie man eben ist, fernab von jeglichen Beurteilungen, fernab von jeglichen Bewertungen, fernab von jeden Ansichten, wie etwas zu sein hat, sondern einfach nur da zu sein. Und schau mal, so sind wir doch alle eigentlich hier auf die Welt gekommen. Wir waren einfach da. Wir haben uns nicht vorgestellt, mal es nur anderen gerecht zu machen. Wir haben uns auch nicht vorgestellt, uns zu verbiegen. Wir haben uns auch nicht vorgestellt, tagsüber Dinge zu machen, die wir nicht mögen. Wir haben uns auch nicht vorgestellt, nicht auf unsere Seele zu hören, unserem Herzen zu lauschen. Und es war sicherlich auch nicht unsere Absicht, dass die Seele uns auch Botschaften schickt in Form von Disharmonien, Krankheitssymptomen, weil wir die leise Sprache der Seele missachten. Und ich denke, bei jedem von uns, inklusive mir selbst,
ist dann eines geschehen, warum das alles einfach verschüttet wurde, warum wir glauben, wir müssen einem Job nachgehen, der uns nicht wirklich erfüllt, wir müssen uns mit den Gegebenheiten abfinden, die nun mal da sind. Wir dürfen uns nicht das Allerallerbeste erlauben, an Nahrung zum Beispiel, an Kleidung, an Wohnsituation überhaupt. Wir sind nicht gut genug und dürfen uns so auch nicht das Allerallerbeste erlauben und müssen unser Leben lang schauen, wie wir mit mehr oder weniger auskommen, wie wir mit mehr oder weniger unser Leben gestalten. Wie wir auch uns zum Beispiel verschließen den Botschaften, die das Universum ständig für uns bereithält und uns eigentlich darauf aufmerksam machen möchte, hier korrigier mal deinen Weg. Wie wir uns auch Energien verschließen, die auch was mit Geld zu tun haben, um uns einfach mit Geldenergie das Allerbeste zu gönnen, zu erlauben und unser Leben zu gestalten. Kann es nicht sein, dass das eigentlich unser Weg war? Und dass alles andere, die Geschichten, die wir uns erzählen, ich brauche das nicht, oder sich auch zu trösten, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, denen geht es noch schlechter als mir. Das sind solche Dinge, die ich mir früher immer gesagt habe, bevor ich auf meinem Weg war. Oder es ist halt so, ich sollte mich doch mal zufrieden geben mit dem, was ich überhaupt habe. Ich habe ja ein Dach unterm Kopf, habe gesunde Kinder und solche Dinge. Sind das nicht alles nur Geschichten, die wir uns erzählen, um uns selbst da irgendwie zu trösten? Um uns selbst, ich nenne es mal jetzt krass, die Misere, die wir uns erschaffen haben, im Laufe der Jahre, irgendwo auf eine Art und Weise noch schön zu reden. Also ich habe es bei mir früher immer so gesehen, dass es ja so ein Schlamassel ist, in den ich mich da rein verstrickt habe und es mir in diesem Schlamm halbwegs gemütlich gemacht habe und so gerne da rausgegangen wäre, aber oftmals auch nicht wusste, wie. Und erst als meine Seele mir ganz klare Botschaften geschickt hat, hey, wenn du jetzt nicht endgültig deinem Herzen folgst, deinen Seelenplan auspackst und das machst, was dir selbst entspricht, was du dir eigentlich mal vorgenommen hast hier auf dieser Erde, dann schicke ich dir die dunkelrote Karte. Wenn du weiter so dahin krebst, dann kommt irgendwann noch die Diagnose Krebs. Das war bei mir so eine klare Botschaft von meiner Seele, was mich auf der einen Seite ein bisschen erschreckt hat, keine Angst gemacht hat in dem Sinne, weil ich glaube, dass jegliches Krankheitssymptom, jede Disharmonie, für mich ist jedes Krankheitssymptom nichts anderes als eine Disharmonie im Körper, auch veränderbar ist. Denn hinter jedem Krankheitssymptom steckt ja eine energetische Ursache und davon könnte ich jetzt hier auch eine halbe Stunde von berichten, was mein Körper oder meine Seele mir über meinen Körper schon an Krankheitssymptomen geschickt hat. Das ist alles wandelbar. Nur mit dieser Diagnose Krebs, da habe ich dann gesagt, okay, darauf möchte ich verzichten. Mit dieser Diagnose möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Das war mein Motivator zu sagen, okay, jetzt setze ich alles dran, lausche auf mein Herz, entdecke, was in mir ist, entdecke meinen Seelenplan und gehe dafür. Und sobald, in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, und das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei allen anderen so, das wäre auch bei dir so, wenn du diese Entscheidung triffst in der Richtung, kommt das Universum in Bewegung und Türe und Tore gehen auf, die du vorher überhaupt nicht wahrgenommen hast. Diese Türe und Tore, die sind da, auch für dich. Die sind da. Das Universum, das Leben, egal wie du es nennen magst, hält immer alles für dich bereit, damit du wirklich
im Leben hier das Beste, die zur allerbesten Version deiner selbst wirst und wirklich deinem Herzen folgst und deinen Seelenplan, entdeckst und ihn auch lebst, weil deshalb bist du hergekommen, jeder von uns. Es hat alles seinen Sinn. Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Ordnung. Es hat alles seine perfekte Ordnung. Nur solange wir am Außen orientiert sind, im Außen etwas suchen, uns im Außen damit trösten, dass es da draußen Menschen gibt, denen geht es ja noch schlechter, oder versuchen auch im Außen, sei es den Weltfrieden irgendwie herbeizuzaubern mit irgendwelchen Aktivitäten. Das kann nicht funktionieren. Also, ich gehöre keinerlei Religion mehr an, bin zwar katholisch aufgewachsen, aber wenn ich jetzt trotzdem mal die Bibel zitieren darf, da wissen wir ja auch schon, wie innen so außen. Das heißt, stell dir mal vor, jeder von uns, ausnahmslos jeder, entdeckt sein wahres Potenzial, das in ihm ist. Das definitiv in jedem von uns ist. In dir, in jedem. Und jeder von uns erlaubt sich, dieses Potenzial ans Tageslicht zu bringen und zu leben. Und auf seine eigene Art und Weise den Beitrag zu sein, die Großartigkeit zu leben und seinen eigenen Beitrag zu leisten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und diese Welt anders wieder zu verlassen, als wie wir sie alle hier vorgefunden haben. Im Hinblick für sich selbst, nämlich dahingehend, dass man den Seelenplan wirklich gelebt hat, aber auch im Hinblick auf unsere Nachfahren und auch im Hinblick, wenn ich es jetzt mal spirituell ausdrücken darf, im Hinblick auf uns selbst, weil wir ja vielleicht schon viele Leben mal früher gehabt haben, in welcher Form und Art und Weise auch immer, in welchem Körper auch immer und auch in der Zukunft vielleicht wieder kommen, in welchem Körper, auf welche Art und Weise auch immer und vielleicht dann auch auf einem solchen Bewusstseinslevel sind, dass wir uns ganz genau an das jetzige Leben auch erinnern können. Also das war für mich auch so etwas, wo ich mir die Frage gestellt habe, wenn ich mit 85 oder 90 auf mein Leben zurückblicke, wie will ich zurückblicken? Will ich diese vielen Dinge bereuen, die ich nicht gemacht habe, will ich mir sagen, hey verdammt nochmal, das war es jetzt schon, mein Leben ist wie so ein Fingerschnitt an mir vorbeigegangen, jetzt ist es schon Zeit zu gehen und das habe ich hier die letzten Jahre gemacht, ich habe rumgedümpelt, habe das Leben an mir vorbeiziehen lassen und habe die vielen, vielen Chancen, die das Leben mir geschickt hat, um den Plan zu entdecken, um ihn zu leben, um ganz nach dem Motto zu agieren, ich habe, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was haben andere, was hat Mutter Erde davon, dass es dich gibt? Was ist das, was du hier hinterlassen möchtest, wenn du mal gehst? Also das ist das eine und dann war auch so in meiner Vorstellung, ich meine, gerade in der jetzigen Zeitqualität, der Bewusstseinswandel, es werden ja immer mehr bewusster. Die Richtung geht ja dahin, das ist ja die Energieanhebung der Erde und des Kosmos. Und wenn ich mir dann vorstelle, im nächsten Leben, kann ich mich vielleicht an das jetzige Leben erinnern und dann auch noch denken, oh je, das ging aber ganz schön an meinem Seelenplan vorbei. Da habe ich ja kaum was umgesetzt. Ich habe mich nur damit getröstet, dass es anderen besser geht, dass ich keine Motivation habe oder mir eingeredet, ich habe nicht genug Energie oder Möglichkeiten, da was dran zu ändern und. Also diese Geschichten, die sich auf unterschiedliche Art und Weise jeder von uns erzählt, inklusive ich selbst mir in meinem früheren Leben. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Und ich denke, dass das definitiv nicht der Sinn des Lebens ist, sondern der Sinn des Lebens aus meiner Sicht, und lausch doch mal in dich hinein, wie sich das für dich anfühlt und
was dein Herz dazu sagt, ist zu erkennen, wer wir wirklich sind, nämlich die Schöpfer und Erschaffer unserer Lebenswirklichkeit. Jeder von uns, ausnahmslos, jeder von uns ist ein Teil des großen Ganzen. Und dieses große Ganze will sich hier auf wunderbare, vielfältige Art und Weise zeigen und verwirklichen. Das heißt, der Sinn des Lebens besteht darin, wirklich zu erkennen, wer wir wirklich sind und daraus dann eben unserem Seelenplan zu folgen und unsere Aufgabe hier zu erfüllen, die sicherlich nicht sein kann, das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen oder zu denken, ich muss jetzt irgendwelche karmischen Dinge abtragen oder das ist halt so, ich muss mich mit meinen Gegebenheiten zufrieden geben. Ich muss mich irgendwie mit dem Leben arrangieren. Lass mal in dich hinein, was dein Kopf auf der einen Seite dazu sagt, was aber auch dein Herz und deine Seele dazu sagen. Weil ich muss mich mit dem arrangieren, ich kann mir das nicht erlauben, ich habe da keine Möglichkeiten dazu und, und. Wenn du wirklich willst, wenn du wirklich etwas in deinem Leben erreichen willst, und ich glaube, das hast du auch schon bewiesen, dann hast du auch Möglichkeiten gefunden, dein Leben wirklich zu ändern oder das entsprechend zu erreichen. Und schau mal, je nachdem, wie lange du auch hier schon in der Gruppe bist, wie lange gehst du schon einen Schritt vor und zwei zurück? Wie lange überlegst du schon, gehe ich jetzt den Weg meines Herzens oder arrangiere ich mich weiter mit meinem Leben? Wie viele Botschaften hat deine Seele dir schon bislang geschickt in Form von Disharmonien, wo sie dich wachrütteln wollte und dir sagen wollte, hey, entdecke doch mal deine Einzigartigkeit, entdecke doch mal dein Potenzial, entdecke doch mal deine einzigartigen Gaben und Stärken und lebe sie. Ganz nach dem Motto, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, was hat Mutter Erde davon, dass es dich gibt, was hat die Pflanzenwelt davon, dass es dich gibt? Was hat die Tierwelt davon, dass es dich gibt? Ist es nicht das, was dein Herz, deine Seele, dein Leben von dir möchte, gelebt werden und dass du wirklich deinem Herzen folgst und deinen Seelenplan hier erfüllst, bevor wir wieder gehen? Und während wir dann überlegen und überlegen, zieht das Leben an einem vorbei. Und wenn wir zurückblicken, schau mal, vielleicht geht es dir ja auch so wie den meisten. Wir haben jetzt schon Ende Oktober, die letzten beiden Monate, die stehen schon an. Was hast du dir vorgenommen, dieses Jahr zum Beispiel zu erreichen, an Silvester vielleicht? Das ist ja nun mal einfach so eine besondere Energie, die Silvesternacht. Ich habe früher ganz viel immer mit den Rauhnächten gearbeitet und habe auch diese Energien genutzt, gerade in den Rauhnächten eine Jahresplanung zu machen. Und selbst wenn du nicht mit den Rauhnächten arbeitest, aber Silvester ist ja immer so dieser Zeitraum, auch zwischen den Jahren, weil da einfach auch eine besondere Energie herrscht, nochmal zurückzublicken auf das Jahr. Wie war das Jahr? Was habe ich alles gemeistert? Wo bin ich weitergekommen? Und meist ist es doch so, bei sehr, sehr vielen, das war bei mir früher auch so, dass ich gedacht habe, verdammt nochmal, schon wieder ist ein Jahr vorbei und ich habe es wieder nicht gebacken bekommen, meinen Weg zu gehen. Und es ist schon wieder ein Jahr vorbei, dass ich nie wieder zurückdrehen kann. Und wenn du jetzt zurückblickst auf das Jahr hier, wie viel von den Dingen, die du dir vorgenommen hast für dieses Jahr, hast du denn schon umgesetzt? Und wie lange willst du denn noch weiter, ich nenne es jetzt mal nochmal rumdümpeln, weil das für mich früher so ein Ausdruck war, weil ich ja auch viele Jahre rumgedümpelt bin. Wie lange willst du noch rumdümpeln und dir zum Beispiel zum Jahresende zurückblicken und denken, bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin will? Wenn du damit wirklich aufhören möchtest, wenn du damit aufhören möchtest und dir sagst, okay,
Die letzten beiden Monate in diesem Jahr hier, die nutze ich jetzt noch dazu, um herauszufinden, was in mir steckt, wo meine Einzigartigkeit ist, wo mein Potenzial liegt, meine Gaben, meine Stärken. Und die bringe ich ans Tageslicht. Nur diese 2 Monate jetzt hier nutzt. Was hast du dann für einen Grundstein gelegt, um im neuen Jahr durchzustarten? Wie blickst du dann auf das Jahr hier zurück? Und wie startest du durch ins neue Jahr? Was kann das alles verändern in deinem Leben? Wie kann dein Leben dann zum Beispiel zur Mitte nächsten Jahres ausschauen? Wie lebst du? Wo lebst du? Wie ist deine Partnerschaft? Wie ist deine Beziehung zu deinen Kindern, zu deiner Familie, zu deinem Umfeld? Was hast du da alles schon bewegt? Erlaub dir mal in der Richtung auch zu denken. Und das ist letzten Endes das, was das Benzin für den Motor ist, sprich deine Antriebskraft, jetzt wirklich zu sagen, okay, ich pack's an. Schau dir das Video hier gerne auch nochmal ein zweites Mal an und lausch wirklich mal mit deinem Herzen hin, was dein Herz dazu sagt. Und dann lass uns auch gerne reden. Lass uns da gerne auch in einem Vier-Augen-Gespräch kostenfrei schauen, welche Möglichkeiten du hast, wie ich dir helfen kann, welche Schritte wir da gemeinsam gehen können. Denn alleine ist es wirklich ja sehr, sehr schwierig. Also die Jahre, die ich alleine rumgedümpelt bin und mal hier mir einen Kurs geholt habe und mal hier ein Buch gelesen habe und da mal eine Anleitung und da mal was umgesetzt habe und da mal ein Seminar besucht habe, das waren alles Puzzleteile, die mir aber letzten Endes nicht den Weg gezeigt hatten, wirklich die Einzigartigkeit zu entdecken, das eigene Potenzial und da wirklich meinen Weg zu gehen. Es war so wie, ja, ich habe jahrelang auf dem Boot gehockt und bin so sternenförmig in der Gegend rumgeschippert, habe mir überall Impulse geholt. Und da ist das rettende Ufer oder die Türen, von denen ich eben gesprochen habe, die sind da, aber die habe ich nicht gesehen. Wie lange willst du diese verschlossenen Türen, die auch für dich da sind, noch verschlossen lassen? Wie lange willst du noch auf dem Boot rumschippern und dir hier einen Impuls holen und da einen Impuls und da einen Impuls, statt durchzustarten und dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten und deinen Beitrag hier zu leisten für Mutter Erde, für die Welt, für die Tierwelt, für die Pflanzenwelt, für was auch immer, was dir einfach so am Herzen liegt, was deinem Plan, deinem Seelenplan letzten Endes entspricht. Dann hab doch endlich mal den Mut und lass uns reden. Lass uns reden. Ich schreibe dir gleich den Link hier rein, wo du dich bewerben kannst und dann schauen wir wirklich genau hin mal. Ich nehme eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit für dich. Lass uns da genau hinschauen, wo genau deine Themen liegen im Verborgenen, wo du die letzten Jahre einen Schritt vor, 2 Schritte zurückgegangen bist, wo du dich im Kreis gedreht hast, was so die Ursachen sind, das finden wir ganz schnell heraus. Und dann, das verspreche ich dir auch, wirst du auch anschließend Klarheit darüber haben, wie genau dein Leben ausschauen kann nach deinem Herzen. Das ist das Ziel eines Gespräches. Und ob wir dann wirklich zusammen weiterarbeiten, das entscheiden wir dann erst. Aber erst geht es mal darum, überhaupt herauszufinden, wo genau sind die Punkte, die dich bislang blockieren, oder blockiert haben, die dich herumschippern lassen auf dem See, im Boot, so wie ich das eben metaphorisch ausgesprochen habe, wie es mir ja früher auch ging. Und das wirkt sich ja letzten Endes auch auf alle Lebensbereiche aus. Das wirkt sich auf den beruflichen Bereich aus, auf den gesundheitlichen, auf den privaten Bereich. Das kann man nicht trennen. Wenn du beruflich nicht total in deiner Freude bist, in deiner Energie bist, dann wirst du nicht die entsprechende Energie ausstrahlen und voll in deiner Freude in der Partnerschaft, in der Familie, für deine Kinder, für dein Umfeld sein. Und umgekehrt. Wenn du gesundheitlich nicht auf dem höchsten Level bist, weil deine Seele dir einfach schon viele Botschaften geschickt hat, dass du den Weg korrigieren solltest und aufhören solltest, Dinge zu machen, die dich mehr Energie kosten, als sie dir schenken,
dann wird sich das auch auf den beruflichen und auf den privaten Bereich auswirken. Also es gibt da für mich keinen Unterschied. Es ist immer als Ganzes zu sehen, beruflich, privat und eben auch gesundheitlich. Und wenn es schon vielleicht auch mehr oder weniger arge gesundheitliche Themen gibt, dann sind wir auch so dazu gestrickt, ich muss jetzt erst die Gesundheit auf ein anderes Level bringen, bevor ich mich jetzt um meinen Seelenplan oder sowas kümmere. Genau deshalb bist du ja da angelangt, dass du keine Energie hast, dass deine Seele dir Botschaften schickt. Deshalb gilt es immer da anzusetzen, immer, egal in welcher Situation du dich befindest. Es gilt immer im Innen anzufangen und dann kannst du im Außen was verändern. Dann können im Außen wundersame Dinge geschehen, dann werden Türe und Tore geöffnet, die jetzt schon da sind, wo das Universum nur darauf wartet, sie dir zu öffnen, dass du sie siehst. Die sind da, definitiv. Oder glaubst du, irgendwo steht geschrieben für, keine Ahnung, die Birgit, die Sonja, die Gerlinde, die Sabine, für die sind die Türen für immer geschlossen? Also, lass uns reden miteinander unter vier Augen und lass uns mal herausfinden, was genau bei dir so die Knoten sind, wie du die lösen kannst. Und vor allem, lass uns mal gemeinsam da unter vier Augen auch mal Klarheit schaffen, wie dein ideales Leben ausschaut. Wie du es dir eigentlich mal vorgestellt hast. Und wenn wir dann das Gefühl haben, dass die Chemie stimmt und ich weiß, dass ich dir zu 100% helfen kann, dann mache ich dir auch gerne ein Angebot, wie wir gemeinsam da weitere Schritte gehen können, dass du eben jetzt zum Beispiel die nächsten 2 Monate noch nutzt, um ganz klar herauszufinden, was dein Ding ist und den Grundstein legst, um im neuen Jahr durchzustarten und eben an Silvester nicht wieder zurückblickst und denkst, ah, hätte ich doch nur. Wo könnte ich jetzt schon stehen in diesem Jahr, wenn ich es doch endlich mal angepackt hätte und schon wieder ein Jahr vorbei ist? Das ist mein Ansinnen, warum ich diese Gruppe hier gegründet habe, um dir wirklich zu helfen, dein Ding herauszufinden und dass du dafür auch gehst. Dass du deine Großartigkeit entdeckst, die definitiv in dir ist und sie auch lebst. Und deine Botschaft rausträgst in die Welt, mit der du hierher gekommen bist. Deinen Seelenplan lebst. Und aufhörst zu funktionieren und dich von diesen vielen Schleiern, Glaubensmuster, Prägungen löst. Das geht nicht, weil ich kann das nicht, das ist halt so, ich muss mich halt damit arrangieren und, und. Lausch mal, was dein Herz dazu sagt. Will das Leben das wirklich von dir, dass du dich so quälst und das Leben an dir vorbeiziehen lässt und dahin dümpelst, so wie ich früher? Oder willst du lieber, so wie ich auch, irgendwann mal sagen, okay, hat zwar schon ein paar Jahre, hat zwar noch ein paar Jahre gedauert oder ja, überhaupt ein paar Jahre gedauert. Ich bin ja schon Jahrgang 62, da hat es ja eine Weile gedauert, bis ich da wirklich 100% authentisch meinen Weg gegangen bin, aber egal welcher Jahrgang du bist, wenn du jünger bist oder älter bist, will dein Herz, deine Seele wirklich, dass du weiter wertvolle Lebenszeit verstreichen lässt? Oder wollen dein Herz und deine Seele, dass du jetzt endlich beginnst, auf sie zu hören und dir die Anleitung holst, das Navigationssystem, dass du dort ankommst, wo du wirklich hin willst und zurückblickst auf dein Leben und sagst, okay, ich habe noch die Kurve gekriegt. Ich habe mein Leben noch gelebt. Ich habe hier noch einen Mehrwert erschaffen. Ich habe noch dies und jenes erreicht. Ich habe noch diese und jene wunderbaren Fußspuren hier auf Mutter Erde zum höchsten Wohle aller Beteiligten hinterlassen. Ich habe noch Großartiges erschaffen, weil ich meine, also du deine Großartigkeit wirklich gelebt hast.
Ganz liebe Umarmung zu dir, entdecke deine Großartigkeit und lebe sie. Bis dahin. Tschüss.